is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Getarnte Versuchungen. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Gott hat sein Volk nicht übergangen und einen alleinstehenden Menschen hier und einen anderen dort erwählt, als wären sie die einzigen, denen er seine Wahrheit anvertrauen könnte. Er gibt nicht einem Einzelnen neues Licht, das dem errichteten Glaubensgebäude der gesamten Gemeinschaft widerspricht. In jeder Reformation sind Männer aufgestanden, die diesen Anspruch erhoben haben. Der eine greift einen neuen und originellen Gedanken auf, der nicht mit der Wahrheit zusammenzustoßen scheint. Dann denkt er so lange darüber nach, bis ihm dieser Gedanke wunderschön und äußerst wichtig erscheint. Denn Satan hat die Macht, diesen falschen Anschein zu erwecken. Schließlich wird er das ganz in Beschlag nehmende Thema, der eine große Punkt, um den sich alles andere dreht. Und dadurch wird die Wahrheit aus dem Herzen herausgerissen. Ich warne euch, hütet euch vor solchen zweitrangigen Fragen, bei denen die Tendenz besteht, das Denken von der Wahrheit abzulenken. Irrtum ist niemals harmlos. Er fordert nie die Heiligung, bringt aber immer Verwirrung und Zwietracht mit sich. Tausend getarnte Versuchungen stehen bereit, um auf die losgelassen zu werden, die das Licht der Wahrheit haben. Die einzige Sicherheit für uns alle besteht darin, keine neue Lehre und keine neue Auslegung der Schrift anzunehmen, ohne diese Gedanken zuerst erfahrenen Brüdern vorzulegen. Bringt diese Gedanken demütig und lernbereit vor, betet ernsthaft darüber, wenn sie kein neues Licht darin sehen, dann beugt euch ihrem Urteil. Satan ist pausenlos am Wirken. Nur wenige machen sich eine Vorstellung von seiner Aktivität und seiner Raffinesse. Das Volk Gottes muss darauf vorbereitet sein, dem schlauen Feind zu widerstehen. Diesen Widerstand fürchtet Satan. Besser als wir kennt er die Grenzen seiner Macht. Er weiß, wie leicht er überwunden werden kann, wenn wir ihm widerstehen und ihm standhalten. Dank der Kraft Gottes ist auch der schwächste Heilige für Satan und seine Engel ein überlegener Gegner. Wenn es darauf ankäme, könnte er zeigen, dass er stärker ist. Deshalb schleicht sich Satan lautlos an, bewegt sich im Verborgenen und tarnt seine Hilfskräfte. Er wagt es nicht, sich offen zu zeigen, sonst würde er nämlich in Christen die schlummernden Energien wecken und ihn veranlassen, im Gebet Gott zu suchen. The Lord is coming. Are you ready?